Schlimmer wird's immer. Geh ins Zimmer. Ohne jeglichen Schimmer. Und beschäftige dich dort mit dem Flimmer. Ja, das war's auch schon. Aber friss nicht den Dimmer. Na gut, wer frisst schon Dimmer? Gut, aber auf der anderen Seite, das Kapselmonster frisst auch Rüstung und Schwerter und alles Mögliche. Da wird es auch bestimmt welche geben, die Dimmer fressen. Auch wenn ich mir kaum vorstellen kann, dass das schmeckt. Wieder ein Hinweis. Viertel nach sechs ist es jetzt. Tür öffnet sich, wenn du die Zeit auf 9 Uhr hältst. Das ist der Stundenzeiger. Und der gute hier zeigt die Minuten an, oder? Jetzt ist es gerade. Ding, 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 ding. 9 Uhr. Alle Mann aufstehen. Außentreppe wurde ausgefahren. Wurde eingefahren. Ausgefahren, eingefahren. Na, dann gucken wir doch mal nach der Außentreppe. Außentreppe. Komm her, mein Schatz. Ja, brave Außentreppe. Brave Treppe, super Treppe. Ole, ole. Wir sind im 5. Stock. Verschlossen. Ja, jetzt müssen wir wieder runter, ne? Jetzt waren wir zu voreilig. Wir sind zu schnell den Weg hier raufgegangen. Denn ich muss jetzt unten erst, ich denke, um weiterzukommen, muss ich das mit der Musik unten richtig aufs Ei bekommen. Hinterzimmer, Hinterzimmer, da waren wir gerade. Doch hier runter. Ja, ich muss ja. Na, ich speichere mal gerade. Immerhin haben wir ja was geändert und falls wir sterben, was sehr tragisch wäre. Ich habe keine Lust zu kämpfen. Die rote Krabbe kann eh nichts für. So, ich bin mal. Ja, erstmal gucken. Ja, das ist mit dem Schalter. Wieder weiter runter. Ja, komm, ist gut. Wo war das jetzt mit dem mit der Musik? Auf jeden Fall. Gucke ich mich jetzt hier nochmal von Anfang um. Also den nach da schieben. Geht's hier weiter. Und den nach da schieben. Ebenfalls. Ich mache hier. War ich hier schon? Ja, ist gut. Okay, oder so. Gutes Kapselmonster. Braves Ding. Hast du schön gemacht. Bekommst auch ein. Na, was möchtest du denn momentan?
Na, was darf sein? Draht habe ich keinen, tut mir leid. Ja, das frisst Draht. Lecker. Weiter runter. Jetzt sind wir wieder im Erdgeschoss. Ja, hier gibt's ja... Doch hier, den Weg nach unten könnte ich versuchen, irgendwie zu gehen. Wenn es hier einen Weg geben sollte. Denn ich bräuchte jetzt mal einen Anhaltspunkt, wie ich genau jetzt in, keine Ahnung, wie vielten Stock. Ihr wisst, mein Gedächtnis. Na, bekomme ich auch eine Schwere? Guck mal. Hier hin verschoben. Hier hin. Vielleicht bringt das ja was. Ah, jetzt habe ich's. Nee, ich hab's doch noch nicht verkackt. Noch nicht. Ich will jetzt einfach mal. Ja, so weit, so blöd. So weit, so unnötig. So, naja. Ich habe mir halt nur gedacht, wenn ich jetzt hier alle schwarzen Steine... Jetzt habe ich die Schalter wieder gedrückt. Scheiße, jetzt habe ich die Tür wieder zugemacht. Aber keine Panik, keine Panik. Wir haben hier unseren rettenden Topf, der uns rettet. Braver Topf, super Topf, ole ole, klasse Topf. Wie war das nochmal mit den... Mit den Blöcken. Und spielt das schon? Und spielt das sein? So, wir sind da gerade. Stimmt ja dabei, das mit dem... Mit diesem Schein. Als ich mit dem Schwert dagegen schlug. Die anderen beiden hat das Schwert allerdings nicht gelegt. Könnte ich es nicht so versuchen, dass ich es wegkomme? Bomben, Bomben, Bomben. Die haben mir ja schon so oft geholfen, meine Bomben. Also warum nicht auch diesmal? Kann ja sein. Ja komm, stirb die Bombe. So hätte ich mir eben können Ärger ersparen. Ich hätte die beiden gar nicht müssen killen. Sondern einfach... Bin ich jetzt hier überhaupt richtig? Das ist jetzt wieder ein bisschen Stück. 1, 2, 3. Ich glaube hier was. Sparen. Nee, nicht scheiße. Na, fuck.
losgehen. Scheiße, wenn man wirklich ein Gedächtnis von 12 bis Mittag hat und nicht mal weiß, wo man vor 5 Minuten war. Na super. Ja, tschüss. Keine Lust im Moment mit euch zu kämpfen.